Anfang März wird Koblenz wieder 2 Tage lang zum Treffpunkt für alle, die in der Notfallmedizin arbeiten. Am Deutschen Interdisziplinären Notfallmedizinkongress, kurz DINK, am 9. und 10. März werden Notärzte, Notfallsanitäter und Mitarbeiter aus Notaufnahmen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum teilnehmen. Vor Ort oder auch per Videoübertragung. In den Vorträgen und drumherum werden die Situation und die Perspektiven für die präklinische und klinische Notfallmedizin diskutiert. Ein Beispiel: die bevorstehende Reform der Notfallversorgung und der geplante gemeinsame Notaufnahmetresen von klinisch tätigen und niedergelassenen Ärzten. Experten erkennen darin gute Ansätze, aber auch neue Probleme. Ich glaube, von Seiten der KV fehlt einfach das Personal. Die haben ja große Schwierigkeiten dadurch, dass sie ja diese Altersverteilung bei den niedergelassenen Ärzten haben, wo ja fast ein Drittel in den nächsten Jahren in die Rente geht. Und die haben ja schon Probleme, die normale ambulante Versorgung darzustellen. Und wenn jetzt eben noch im Krankenhaus auch die Anwesenheit eines KV-Arztes gefordert wird, selbst wenn die Zahl der Krankenhäuser sich reduzieren sollte, ist halt die Frage, wie diese sehr guten, prinzipiell sinnmachenden Empfehlungen dann personell gefüllt werden. Der Anteil der Frauen in der Notfallversorgung ist in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsen. Schon lange sind im Einsatz Notärztinnen tätig. In den vergangenen Jahren wächst außerdem die Zahl der Notfallsanitäterinnen. Es geht darum, ihre Bedürfnisse und die der Familien mit den Anforderungen des Dienstes besser in Einklang zu bringen. Eine Idee dazu: eine gerechtere Verteilung von Nachtdiensten über die gesamte Berufszeit. Wenn man eine gute Mischung an Personal hat, das den Kollegen und Kolleginnen ermöglichen kann, die eben Kinder haben, das Thema Kinderbetreuung, dass die das in Zeiten abdecken oder in Zeiten arbeiten, wo das eben möglich ist, und irgendwann verschiebt sich das ja und dann kann man wieder auch zu den anderen Zeiten. Ich glaube, es ist insgesamt ein Thema, dass wir vielleicht auf so dieses Lebenszeit ausgerichtete Arbeitszeitmodell gehen, dass Leute mit kleinen Kindern anders arbeiten und auch Leute, die später älter sind, dass man die nicht mehr unbedingt mit 60 in die Nachtdienste schickt. Ein weiteres zentrales Thema auf dem DINK 2023: die Auswirkungen der kommenden Krankenhausreform. Sollten Fähigkeiten in Zentren gebündelt werden und deshalb viele kleinere Krankenhäuser schließen, würden manche Wege mit Patienten in die Kliniken für die Rettungsdienste deutlich länger. Ich glaube, für Dinge wie Stroke Unit oder auch eben die interventionelle Kardiologie ist es vielleicht besser für den Patienten, wenn er wirklich schnell im richtigen Zentrum landet, ohne dass erstmal eine Erstversorgung und Weiterverlegung, die sie ja dann auch erstmal organisieren müssen und wo sie das Rettungsmittel zur Verfügung haben müssen, dann die Prognose vielleicht verzögert. Mir macht fast mehr Sorge, dass die Geburtshilfe so ausgedünnt wird, weil da natürlich das sehr, sehr zeitkritisch sein kann, wenn sie eine Notfallsektio oder sowas machen müssen. Es gilt also auf dem DINK 2023, viele aktuelle medizinische, aber auch strukturelle Themen zu besprechen. Mehr als 1400 Teilnehmer werden mit dabei sein, in Präsenz und online. Gerade beim DINK finde ich sehr schön, dass er so interprofessionell ist, dass sie eben nicht wie bei vielen anderen Kongressen überwiegend Ärzte haben, sondern dass sie Rettungsdienstpersonal da haben, Notfallpflege. Und dass da eben ein sehr, sehr reger Austausch stattfindet. Denn für mich ist meistens das, was ich in den Pausen, die Gespräche, die ich führe und die Leute, die ich treffe, noch fast viel wichtiger als der einzelne Vortrag, der da am Podium stattfindet. Und das hat auch, deshalb finde ich es auch so toll, dass der DINK dieses Jahr wieder in Präsenz stattfindet, weil das ist das Element, was den Hybrid- oder diesen Streaming-Fortbildungen halt fehlt. Und bestimmt werden am Ende des DINK in diesem Jahr wieder viele neue, interessante und wichtige Perspektiven für die Entwicklung der präklinischen und klinischen Notfallmedizin stehen.